Am PC arbeiten und telefonieren. Multitasking im Job ist gewünscht. In den schlimmsten Fällen kann die Überforderung zu Burnout führen. Hinter der vermeintlichen Krankheit versteckt sich oft eine psychosomatische Störung oder Depression. Ich würde es als Gesellschaftskrankheit bezeichnen, selbst wenn die Diagnose ja eigentlich gar keine ist. Es ist keine Erkrankung, sondern nur eine Beschreibung der Umstände, wie es zu anderen Symptomen gekommen ist. Diagnostiziertes Burnout ist eine diagnostizierte Depression. Er empfindet eine Sinnesleere, er ist ausgebrannt. Das kann der Angestellte ganz genauso sein wie der Selbstständige, wenn es ein kleiner Betrieb ist, der halt schauen muss, dass er seine 6, 7, 8 Angestellten auch wieder über den Winter bringt. Zu viel Druck und je weniger Handlungsfreiheit der Mensch also hat, desto mehr Stress baut er auf. Die Gründe für Burnout sind vielschichtig. Das Gefühl der inneren Sinnlosigkeit kennen aber beide Geschlechter. Eine Studie besagt, Frauen leiden häufiger unter Stress. Erstaunlicherweise sind die stressanfälligsten Personen jetzt in dem Moment die Frauen. Also etwa 14% der Frauen weisen entsprechende Symptome auf, etwa 8% der Männer. Es liegt nämlich einfach nur daran, dass Männer weniger zum Arzt gehen. Betroffen sind bei Weitem häufiger Männer als Frauen. Deshalb ist die Diagnose bei Männern für Burnout wesentlich geringer als bei Frauen. Egal welches Geschlecht häufiger unter Burnout leidet, die Erkrankungen nehmen zu. Gegen die beschleunigte Arbeitswelt und die permanente Erreichbarkeit anzukämpfen, das ist schwer. Umso wichtiger ist es, die Stresstoleranz anzuheben, zum Beispiel mit der Logotherapie. Die Logotherapie ist eine sinnorientierte Therapie. Das heißt, wenn dem Menschen das Sinnempfinden in seinem Leben fehlt, dann wird er anfällig für pathologische Erkrankungen. Gerade in großen Konzernen, da wird ja vom Kugelschreiber bis zum wie hat mein Bleistift zu liegen, alles festgelegt. Somit wird der Mensch in seiner Handlungsfreiheit immer mehr beschnitten. Die Frage nach dem Warum ist zentral für die Logotherapie. Der Mensch als Ganzes mit Körper, Seele und Geist muss auch ganzheitlich betrachtet werden. Um die negative Dauerbelastung zu brechen, gibt es verschiedene Verfahren. In der Logotherapie dreht sich alles um das Ich und den Selbstwert. Die Hauptkernpunkte der Logotherapie, das heißt Selbstbestimmtheit. Das zweite ist meine Eigenverantwortung. Und das dritte natürlich, was ich immer wieder betonen muss, ist die Handlungsfähigkeit, die Handlungsfreiheit. Durch das, dass ich Happiness und Angst gegenseitig ausschließt, bin ich auf der richtigen Seite. Um dieser Happiness ein Stück näher zu kommen, entwarf die LMU München für eine Studie in Kooperation mit Bad Birnbach und der AOK ein Präventionsprogramm. Mit der Kombination aus Bewegung und Entspannung geht das Programm aktiv gegen Stress vor. Mit dem Ziel, der drohenden Erschöpfung aktiv entgegenzuwirken.